Ach, ist das schön hier mitten in der Nacht im wunderschönen Hinterland des Donetz. Und wir marschieren jetzt einfach hier straight der Straße entlang zum nächstbesten Spot. Und da sehen wir uns und da ziehen wir jetzt die Brocken raus. So, und da kommen wir doch auch schon an hier. Hier wollen wir hin. Ich bin jetzt quasi von der City aus einfach nur der Straße gefolgt, direkt runter. Was suchen wir hier? Die Plötzen. Sibirische Plötze ist mein Ziel. Ich rüste mich mal eben aus mit einem passenden Set. Ich würde sagen, zum Teil Grund, zum Teil vielleicht sogar hier mit der Match. Mal gehen wir so ein bisschen auf der Pose. Oder soll ich mit der Stippe rangehen? Vielleicht nehme ich auch die Stippe. Gucken wir mal. Ich baue mal eben das Set zusammen. So, also, Set zusammengebaut. Ich würde sagen, wir verteilen uns mal hier ein wenig. Achso, was haben wir denn hier eingestellt? Mal eben gucken. Ja doch, Meter Tiefe passt doch erstmal. Wir schmeißen schon mal ein bisschen was raus. Dann haben wir hier unsere Grundrouten. Es treibt ja hier gar nicht. Grundrouten. Da müssen wir natürlich nochmal ein bisschen die Bremse einstellen. So, und die zweite auch nochmal. Und wir testen hier auf die sibirische Plötze, denn sibirische Plötze habe ich immer noch nicht, den Lümmel. Und die sibirische Plötze als Trophy, hoppala, die hätte ich ja schon ganz gerne. Was haben wir denn hier für ein Blei dran? 20 Gramm, passt doch. Die hätte ich ja schon ganz gerne. So, machen wir nochmal locker. Hier auch. Passt soweit. Genau. Also, zusammengebaut sind wir jetzt hier. Mit einem relativ feinen Set. 4,4 Kilo Vorfach, 12er Haken, Borkenkäferlarve. Einfach als Standardköder sozusagen. Ich habe noch keinerlei Futtermische drin. Nichts in der Art. Hier mit der Stippe teste ich ein wenig. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Ob ich jetzt direkt hier ufernah eher so ein bisschen rumhantiere. Ich werde verschiedene Posis ausjustieren und ausprobieren. Es wurden hier zuletzt einige Fische auch wieder gefangen. Und das ist natürlich für mich auch immer dann der Anlass zu testen. Ist das denn für mich auch drinne? Kriege ich sowas denn auch hin? Ich will doch auch mal so eine olle Plötze fangen. Wäre halt interessant. Dann werde ich gleich natürlich hier auch in dem Grünzeug nochmal testen und ich werde auch nochmal weiter rechts hier testen, in dem Bereich, beziehungsweise natürlich auch gegenüberliegend. Hier geht es schon los. Erster Brocken ist dran und ich bin gespannt, was es ist. Sibirische Plötze, Alden! Ich finde die so geil, ne? Dieses weißlich, leicht silberne, kupferfarbene, mega. Mega gut, immer wieder gut, ey. Irgendwie detailreicher als so olle Rotaugen und sowas, ey. Also, wieder raus damit, gar nicht so weit. Und gib ihm. Wobei das hier mit der Stippe, ich glaube, da werfe ich nochmal ein bisschen weiter. Machen wir mal so. Ja, da, na, ein bisschen weiter noch. Die sind ja dann ungefähr an der gleichen Stelle. So würde ich sagen. Das ist auch ganz praktisch hier dann vom Ranziehen und Anschlagen. Da passt das von der Entfernung. Warum hier mit der Stippe? Ich bin ja bei den Stipprekorden dran. Bei den Qualifikationen. Und, hoppala, siehst du, da geht schon los. Und da habe ich zum Beispiel noch eine Qualifikation drin mit den verschiedensten Fischarten und sowas. Und da muss ich natürlich zusehen. Oh, war ein leichter Hebebiss. Da muss ich natürlich auch zusehen, dass ich dann verschiedenste Fischarten bekomme. Und weil ich hier am Donetz noch gar nicht so viel unterwegs war, habe ich natürlich eine sehr hohe Chance, hier nochmal Fische zu bekommen, die ich zuvor noch nicht hatte. Die sibirische Plötze. Es gibt auch Futtermischen. Kann man natürlich auch machen, wenn man da, hoppala, wenn man da eine Futtermische kennt. Grundsätzlich ist das ja eine Art Rotauge. Ich denke schon, dass man da mit einem Rotaugen, mit einer Rotaugenmische vielleicht ganz gut klarkommt. Vielleicht allerdings so ein bisschen gepimpt, ein bisschen Variation mit reingebracht. Rotaugenmische, vielleicht noch ein bisschen
mehr was Fleischiges, was Wurmiges oder sowas hier mit rein. Das wäre doch gar nicht verkehrt. Was haben wir denn da? Alter, eine fette Brasse? Nee, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wir waren ja zuletzt hier beim letzten Mal Team Spotsuche. Waren wir ja auch hier am Donetz unterwegs und haben hier auch viel rumprobiert. Und da war ich, mein Bereich war ja hier diese gesamte Linie runter. Und da hatte ich hier in dem Bereich auch ganz gut Erfolg. Hier so weit runter, das wäre ja ein anderes Viertel gewesen. Hier war halt nicht meine Linie. Aber das ist hier doch durchaus mal eine Möglichkeit. Einfach wenn man Bock hat auf viele verschiedene Fische. Ich hatte auf Teige ganz gut Ergebnis. Ich hatte auf hier auf Borkenkäferlarve auch ganz gut Ergebnisse, also auch ein bisschen weiter oben. Und ja, warum nicht auch mal jetzt hier testen an der Stelle und einfach wild fangen. Mir ist das ziemlich gleich. Also Zielfisch ist natürlich für mich am besten die Trophy, sibirische Plötze. Aber geil ist es eben auch, wenn man sich einfach mal hinstellen kann und dann ruhig diese etwas kleineren Fische, aber in Frequenz. Hauptsache, die sind maßig, man hat eine gute Frequenz und kann einfach mal zwischendurch entspannt den Kescher voll machen. Schön durchprügeln, die Dinger. Ich werfe mal jetzt hier drüben so ein bisschen hin ans Grün. Gucken wir mal, ob es da auch ein bisschen zuppelt mit den Plötzen. Oder ob das hier besser geht. Einfach wieder variieren und ausprobieren, ne? Ähnlich halt wie beim Teamspot-Suche mache ich natürlich dann auch mit anderen Spots, mache ich das ja eigentlich dann ähnlich. Das heißt, ich suche mir hier verschiedene Stellen aus, wo ich mir denke, alles klar, da könnte was gehen. Verschiedene Köder testen, wobei es halt bei Teamspot-Suche doch noch ein bisschen wilder ist mit der Köderauswahl. Da will ich einfach gucken, was geht da alles rein. Welche Fische ballern an den Spots halt rein, wo ich bin. Und ja, welche lohnen sich dann vielleicht, wenn man da dann mal gezielt drauf geht. Ne? Genau, so sieht es jetzt hier aus. Ich bin gespannt. Ich werde erstmal noch keine Futtermische reinmachen. Erstmal den Spot blank testen. Und ja, vielleicht gleich so nach der Mittagszeit haue ich dann nochmal Futtermische rein. Und dann gucken wir mal, ob sich hier was ändert. Und es zuppelt wieder los hier an allen Ecken und Kanten. Oh, 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 oh. Ich musste es ja übertreiben. Ich musste es natürlich wieder übertreiben hier. Ich habe mir gedacht, komm Alden, hau mal ran das Mikrobraid. Alter, 2,8 Kilo Mikrobraid erstmal dran geschmissen. Das ballert natürlich. Jetzt kann ich gerade nicht an die Stippe. Da muss ich jetzt warten, bis sie wieder hochkommt und ein zweites Mal runtergeht. Dann kann ich einschlagen. Jetzt, wenn sie gleich runter... Jetzt. Dann können wir sie haken. Wenn man die Stippe einmal verpasst hat... Lieber nochmal nachsetzen. Guck mal, da ein ganz kleines mit riesen Augen. Oh, so cute. Da müssen wir aber nochmal ein bisschen mehr ran hier. Also es tut sich was, aber es ist noch nicht richtig gut. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich schon mal anfangen und mir eine Futtermische zusammenbasteln. Und dann probieren wir das mal aus mit der Futtermische. So, hauen wir mal rein hier. Da haben wir doch die Futtermische schon zusammen. Ich hatte die tatsächlich schon mal gespeichert hier mit Perlengraupe, Biskuit, gehackte Würmer, Kaster, Paniermehl und Fenchel. Das fertigen wir mal an und schmeißen das dann auch mal aus. Natürlich, wie immer, 10 mischen, damit wir den Spot hier einmal aktiv haben, in der Hoffnung, dass wir dann jetzt hier so ein bisschen gezielter auf die Plötzen gehen können und weniger Brassen und Giebel jetzt hier haben. Die wollen wir ja nicht haben. Auch wenn jetzt hier dieser Spot durchaus Brassen und Giebel eben auch liefern könnte, wollen wir den Spot jetzt eben so manipulieren sozusagen, dass wir hier, da haben wir doch schon was, die Plötze 1 hatte ich es doch genannt, oder? Oder hieß es Plötze 2? 60 Stück, Kaster. Was ist denn Plötze 2? Zuckmücke habe ich aber auch dran. Gehackte Würmer, Hühnerei. Nee. Machen wir hier Plötze 1. Das klingt schon nach einem Plan. Auf halb. Ja, auf halb reicht es. 2, 3, 4. So, 10 Stück wollen wir hier reinballern.
Und ich muss gleich an die Stippe. Machen wir nochmal zwei Stück. So. Und jetzt warten wir natürlich nochmal ein paar Minuten. Das Ganze muss ich erstmal schön entfalten. Und dann gucken wir mal, wie sich das bewährt und inwieweit jetzt hier diese Mische das alles beeinflusst. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen weiter rauswerfe jetzt. Das klingt doch gut hier. Das sah doch schon gut aus. Hier auch. Ich meine, wir haben 2,5 Meter Radius. Das sollte eigentlich reichen. Und dazu kommt, dass natürlich dieser Spot, diese Area wahrscheinlich auch noch ein bisschen größer ist, wo hier was geht. Keine Ahnung, vielleicht ist das hier alles diese Area. Und in der Area haben wir ja jetzt die Futtermische platziert. Und die Futtermische beeinflusst jetzt diese Area. Das heißt, da sollte was gehen. Erster Fisch jetzt drauf, kommt angeflogen und ist schon mal wieder eine Plötze. Ich hader die ganze Zeit damit, ob ich größer gehen soll oder nicht. Ich werde das noch ein bisschen mal auch im Blick behalten mit der Hakengröße. Ich lasse erstmal nochmal den schönen 12er. Ich bin ja ein Fan vom 12er Haken. Fantastische Hakengröße. Ich lasse das erstmal nochmal so ein bisschen dran. Auch mit der Zuckmückenlarve bin ich auch noch nicht so super zufrieden. Wir können ja nochmal eben in die Rekorde reingucken. Auch immer ganz wichtig. Wöchentliche Rekorde. Sibirische, wo ist sie? Da ist sie, sibirische Plötze. Und guck mal da, da haben wir auch die Eintagsfliege mit drin. Aber auch hier in Kombi. Oder auch die Made mit Zuckmücke. Borkenkäfer, Eintagsfliege. Das fühle ich auch sehr. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Werde ich gleich mal testen, weil eben auch die Eintagsfliege relativ groß halt daherkommt. Ne? Also es zählt schon irgendwie auch zu den etwas größeren Ködern, wenn man das vergleicht. So mit der normalen Fliege und sowas. Und ich hoffe, dass man damit eben dann dementsprechend auch einen etwas dickeren Fisch bekommt. Gucken wir mal, wie es jetzt auf Grund aussieht. Hat locker gelassen. Hier als erstes natürlich bis auf Microbraid. Und da sind wir ganz mies immer noch bei den Karauschen zugange. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier auf Grund die Karauschen aktiviert haben. Und es geht weiter hier mit der Stippe. Gegebenenfalls muss ich dann einfach hier mit der Pose weiter agieren, wenn das hier funktioniert. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und sogar eine kleine Schleie. Also es bleibt tatsächlich wild. Es ist noch kein Hotspot für mich, muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Es ist zwar immer schön, wenn man solche Spots findet oder genannt bekommt und dann sich denkt, alles klar, testen wir mal. Aber wie gesagt, es muss eben auch funktionieren und auch realistisch sein, dass man dann auch da irgendwie was fängt. Und natürlich immer der wichtigste Punkt, eine Trophy macht noch lange keinen Spot. Das ist natürlich das Wichtigste. So, Rotauge und es bimmelt. Also, was man bis jetzt schon mal sagen kann, die Frequenz scheint gut zu sein, scheint sich auch gerade zu steigern. Das kann man jetzt vielleicht noch nicht so ganz sagen. Auch jetzt werde ich natürlich erstmal noch bis in die Abendstunden hier weiter testen und gucken, was sich jetzt hier in der nächsten Zeit, in den nächsten Minuten tut. Ob der Spot wirklich, ja, es wert ist, als Plötzenspot benannt zu werden. Also ich würde sagen, das war keine gute Idee. Hier eine Futtermische reinschmeißen, beziehungsweise diese Futtermische reinschmeißen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Es ist tot gegangen. Dieser Spot, der eigentlich anfangs gar nicht schlecht war, wurde gefühlt immer schlechter mit der Futtermische. Es sei denn, jetzt kommt hier noch die Trophy raus. Nö, es wird immer schlimmer mit den Fischen. Also an der Stelle mit sehr feinem Setup mittlerweile auch schon gar nichts mehr zu reißen. Was kann man machen? Keine Futtermische reinschmeißen als erstes. Andere Futtermische testen? Klar. Feiner rangehen. Ich glaube, noch viel feiner ist schwer möglich hier. Ich bin schon mit super feinem Setup dran gewesen. Ich werde in jedem Fall auch nochmal die Spots an dem Fließgewässer testen für die sibirische Plötze. Ich will das Ding haben als Trophy. Das muss doch irgendwann mal reinrasseln und nicht nur als so kleine Lümmels hier.
Und ich denke, ich werde hier, tja, noch eine ganze Weile auch mit der Stippe, ich denke, ich werde mit der Stippe am ehesten hier rumprobieren. Auch wenn ich das nicht in den Stipprekorden haben muss, beziehungsweise in der Stippqualifikation brauche ich den Fisch ja nicht. Ich will das Ding einfach haben und Stippen pushen schadet ja auch nicht. Da muss man ja auch irgendwann mal ran. Petri, ihr Lümmels, versucht ihr doch mal euer Glück. Wenn das für euch hier klappt, gerne unten reinschreiben. Vielleicht auch euer Set reinschreiben oder natürlich euer Set im Discord posten. Link zum Discord ist unten unterm Video. Reinknallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Petri,